präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. Damit der Adobe Illustrator sauberes PostScript ausgibt, sind im Druckdialog ein paar Einstellungen nötig. Welche das sind, zeigt dieser Film. Illustrator CS3 ist ein sehr, sehr mächtiges Illustrationswerkzeug und besitzt natürlich auch die entsprechenden Ausgaben, um eine PostScript-Datei oder über den Export eine PDF-Datei für die Druckvorstufe zu erzeugen. Mich interessiert hier der Ausgabedialog von Adobe Illustrator CS3. Ich habe die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt Bearbeiten mir meine eigenen Vorgaben halt zu bauen. Und genau das machen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle. Das heißt, wir legen uns eine Druckvorgabe an, um eine PostScript-Datei zu erzeugen, die in der Prepress-Welt Bestand hat. Das heißt, die bestmögliche Qualität. Dazu gehe ich auf Neu und als erstes sehe ich dieses Fenster. Es ähnelt sehr dem vom InDesign und einige der Einstellungen werden wir hier auch wiederfinden. Doch da halt Illustrator eine Illustrationssoftware ist, gibt es natürlich auch noch einige andere Dinge, die wir uns mal etwas näher betrachten sollten. Als erstes gebe ich einen Namen hier oben und ich nenne sie einfach V2B Comp CMYK. Ich nehme als Drucker wieder meinen integrierten PostScript-Treiber. Das ist immer der Vorteil bei den Adobe-Produkten. Und die PPD meines aktuellen Acrobat-Distillers, der hier auf diesem System installiert ist. Unter der Mediengröße kann ich auch mit benutzerdefinierten Einstellungen arbeiten. Das heißt also entweder die DIN-Formate oder aber benutzerdefiniert. Und in dem Moment ist auch mein Illustrator in der Lage, die Seitengröße aus dem Dokument herauszulesen. Und bietet mir dann auch entsprechend immer die richtigen Einstellungen an. Mit der Ausrichtung in meinem Hochformat, um halt auch die PDF-Dateien besser weiterverarbeiten zu können. Sichtbare und druckbare Ebene, auch das ähnelt InDesign sehr. Das heißt, hiermit ist gemeint, dass ich tatsächlich nur die sichtbaren Ebenen und die über die Ebenenoptionen festgelegten Einstellungen haben, dass sie druckbar sind, dürfen jetzt im Moment in den PostScript-Code geschrieben werden. Ich möchte die Seite definitiv nicht skalieren, das heißt, die Seitengröße bleibt so erhalten, wie ich das mir in Illustrator gewünscht habe, also 1:1. Denken Sie daran, Ziel ist es für mich, hier eine PDF-Datei zu erzeugen. Der nächste Punkt Einrichten hat es in der Regel in sich, denn hier habe ich nochmal die Möglichkeit, mein Illustrator-Dokument entsprechend auf meiner Seite zu positionieren. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Versatz eingeben will, beispielsweise von hier links oben, dann könnte ich jetzt hier 5 mm eintragen und dann würde hier gar nichts mehr passieren, weil ich die Enter-Taste geklickt habe. Das heißt, ich muss erstmal wieder auf Bearbeiten. Aber in der Vorschau sehe ich hier, was eigentlich passiert, nämlich mein Illustrator-Dokument ist jetzt von hier oben angefangen auf der X-Achse 5 mm nach rechts gewandert. Denken Sie mal dran, der PostScript ist als Anhaltspunkt hier unten links in der Ecke. Das heißt, wenn ich auf der X-Achse nach rechts wandern muss, dann müsste die Zahl mit einem positiven Vorzeichen versehen sein oder sie wird größer. Und wenn ich nach links gehe, dann müsste sie eigentlich kleiner werden. Und genau das passiert ja auch. Ich könnte natürlich auch mit meiner Hand hier etwas machen. Das heißt, wenn ich in dieses Vorschaufenster hineingehe, kann ich das Illustrator-Dokument hier drin verschieben. Das heißt, ich kann mir den Ausschnitt wählen, den ich nun ausgeben will. Das ist sehr, sehr wichtig bei einer Illustrationssoftware. Aber in unserem Fall, wie gesagt, ist es nicht ganz so entscheidend. Denn ich möchte eine PostScript-Datei schreiben, mit der ich später über den Distiller eine PDF generieren werde. Kommen wir zum nächsten Punkt, Marken und Anschnitt. Ich entscheide mich für Schnitt- und Passermarken. Ich habe hier nicht die Möglichkeit, beim Anlegen eines Illustrator-Dokumentes von vornherein die Beschnittzugaben zu definieren. Also mache ich das hier wieder händisch. Meinen normalen Schuhbuchwert 3 mm rundherum. Unter Ausgabe habe ich hier oben die Separationsart. Das heißt, ich habe einmal den Composite-Modus, ich habe einmal die Separationen und die InRib-Separation. Ich entscheide mich hier mal für den Composite-Modus. Die Schichtseite, das ist dann interessant, wenn ich zum Beispiel auf Film ausgeben würde, wird so sein, dass hinten Seiten richtig ist. Also bei mir hat das momentan auch keine Auswirkung. Interessant wird es, wenn Sie mit der InRib-Separation arbeiten, denn dann könnten Sie hier auch noch das Bild positiv oder negativ ausgeben. Wie gesagt, ich entscheide mich für den normalen
Composite-Modus, das heißt auch hier habe ich natürlich den Device-End-Farbraum, das heißt, wenn in Illustrator Sonderfarben angelegt werden, dann werden sie selbstverständlich auch in die PDF-Datei geschrieben. Was ich sehr schön finde, ist, dass ich hier sofort sehe, in der Vorschau, was eigentlich hinten und vorne Seiten richtig ist. Das heißt, hier würde jetzt das Ganze gedreht werden. Wenn ich jetzt also von Illustrator aus gesehen auf einen Filmbelichter ausgebe, kann ich mir natürlich gut vorstellen, ob es nun seitenrichtig oder seitenverkehrt sein muss, ob die Schichtseite oben oder unten ist. Ich werde es mal standardmäßig hinten seitenrichtig lassen. Im nächsten Punkt Grafiken kommen wir zu Einstellungen, die wir eigentlich auch nur in Grafikprogrammen kennen. Zum Beispiel hier oben die Kurvennäherung. Was ist damit gemeint? Es gibt beispielsweise in PostScript keine Kreisdefinition. Das heißt, ein Kreis oder eine Kurve wird so lange mit Liniensegmenten aneinander gestückelt, bis halt dieser optische Eindruck entsteht. Das heißt, PostScript an sich kennt keine Kurven in dem Sinne. Wenn ich jetzt auf ein physikalisch vorhandenen Gerät ausgebe, dann kann es mir passieren, dass ein sogenannter PostScript-Fehler entsteht, der zum Beispiel Limited Check heißt. Dieser Fehler sagt aus, dass die Pfadkomplexität zu groß ist. Das heißt, ich habe zu viele dieser kleinen Pfadsegmente. Und in dem Moment ist es natürlich so, dass ich dann mit diesem kleinen Regler hier spielen könnte, um weniger von diesen Pfadsegmenten zu meinem Ausgabegerät zu schicken. Ich werde das jetzt hier mal zur PostScript-Erzeugung und für meinen Distiller auf die bestmögliche Qualität einstellen. Das heißt, ich würde erstmal versuchen, so zu arbeiten. Schriftarten. Hier habe ich nur die Möglichkeit, entweder möchte ich meine Schriften einbetten, Untergruppe oder vollständig. Untergruppe bedeutet, es werden nur die Zeichen eingebettet, die Sie tatsächlich in Illustrator eingegeben haben. Und vollständig bedeutet, dass halt alle Fonts eingegeben werden. Wichtig dabei ist allerdings auch wieder darauf zu achten, wenn Sie mit TrueType-Fonts beispielsweise arbeiten oder mit Double-Byte-Fonts, die TrueType-mäßig also kodiert sind, dann unterliegen Sie einer Gesetzmäßigkeit, nämlich der, dass ein Schriftenhersteller ein FS-Type-Flag in diesen Font reingeschrieben hat und ein Acrobat-Distiller oder ein entsprechender PostScript-Interpreter wird diesen Flag auslesen können, um demnach, egal was Sie hier einstellen, immer eine Untergruppe bilden. Das heißt, ein TrueType-Font ist in der Regel immer eine Untergruppe in der PDF-Datei. Ich gebe in PostScript Level 3 aus und das Datenformat bei mir ist binär. Wenn Sie auf ein physikalisch vorhandenes Ausgabegerät ausgeben, dann ist diese Option unter Umständen wichtig, denn manchmal werden die Verläufe so zerhackt auf einem PostScript-Gerät rauskommen und dann ist es oftmals so, dass Sie die Auflösung dieses entsprechenden Effektes vielleicht einfach zu niedrig gewählt haben. Sie können über den Menübefehl Effekt Dokument Raster Effekt Einstellung festlegen, in welchen oder andersherum gesagt, in welche Auflösung soll denn dieser Rastereffekt tatsächlich gedruckt werden. Das heißt, diese Option hat meines Wissens nach nur Einfluss darauf, wenn Sie auf ein physikalisch vorhandenes Gerät ausgeben. Das Farbmanagement sieht bei mir so aus, dass Illustrator bestimmt die Farben. Mein Ausgabeprofil ist ISO-coded V2 und ich arbeite mit den Rendering-Intent relativ farbmetrisch. Sie sehen hier unten eine kleine ausgegraute Checkbox, 7x-K-Werte erhalten. Das ist eine Funktion, um zum Beispiel sicherzustellen, wenn Sie in Illustrator mit Daten arbeiten, die nicht Ihrem Ausgabeprofil entsprechen, beispielsweise ein Euroscale-Coded oder ein US-Swap-Coded, dann würde bei der Ausgabe in meiner Einstellung jetzt eine CMYK nach CMYK Farbraumtransformation stattfinden, sprich Ihre Farben werden definitiv verändert. Ein Schwarz würde in allen vier Farben ausgegeben werden und das ist natürlich in dem Moment nicht tragbar. Mit dieser Option lege ich fest, dass wenn Daten nicht meinem Zielprofil entsprechen, dass das Profil, welches drinsteckt, einfach schlichtweg ignoriert wird und die Tonwerte werden 1:1 übertragen. Das ist eine feine Sache. Unter dem Punkt Erweitert geht es um die Transparenz- und Überdruckeneinstellung. Ich lege natürlich hier fest, dass die Überdruckeneinstellungen, die ich in Illustrator mir angelegt habe, beibehalten werden. Das heißt, ich werde sie nicht löschen und auch nicht simulieren. Der letzte Punkt würde dann in Frage kommen, beispielsweise wenn ich aus Illustrator direkt auf ein Ausgabegerät gehe, welches mit den Überdruckeneinstellungen meiner Datei nicht klarkommt. Zum Beispiel gab es einige Zeit lang auch Probleme bei der Altena Test Suite, wo halt die Überdruckeneinstellungen nicht ausgegeben werden konnten. Da hat man in Acrobat dann einfach die Funktion Überdrucken simulieren angestellt, um dem Ausgabegerät die Möglichkeit zu geben, das dennoch halt so auszudrucken. Genau darum geht es hier an dieser Stelle eigentlich auch. Da wir aber eine PostScript-Datei schreiben für den Distiller, brauche ich das nicht, sondern sage beibehalten. Und ich habe eine benutzerdefinierte Transparenzreduzierung genommen, die sieht so aus.
den Regler zwischen Pixelbild-Vektorabgleich schiebe ich auf 100. Das heißt, hiermit ist gemeint, in welchem Bereich findet die Verflachung statt, mehr nach Pixelebene oder mehr nach Vektorebene. Bei mir wähle ich die Randschärfe, die Genauigkeit, die Qualität, nämlich auf Vektorebene. Hier unten lege ich die Auflösung fest, falls das nicht immer hinhaut, für zum Beispiel Strichgrafiken und Text. Verläufe und Verlaufsgitter wären beispielsweise ein Schlagschatten und lege hier auf 400 ppi die Auflösung für solche Seitenobjekte fest. Text und Konturen wandle ich nicht um. Der letzte Punkt hier unten, den lasse ich aus, weil das ist für mich nur ein Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße. Ist auch nur anwählbar, wenn dieser Regler hier oben, also der Pixel-Vektorabgleich, nicht ganz auf 100 steht. Okay, das war es eigentlich schon. Hier unten habe ich nochmal eine Übersicht und dann habe ich hier die Möglichkeit, auch diese Übersicht zu speichern.